Fanproteste am Montag vor dem ehrwürdigen Old Trafford Stadion in Manchester. Die Anhänger der Red Devils sind sauer auf die Eigentümer des Traditionsclubs, aber richtig. Es ist Zeit, dass wir neue Eigentümer bekommen, welche, die das Beste für den Club wollen, ihn konkurrenzfähig machen wollen und nicht welche, die sich das Geld in die eigenen Taschen stecken und uns im Schlamm zurücklassen, weit hinter unseren größten Rivalen Manchester City und Liverpool. Vor dem Spiel gegen Liverpool heute liegt Manchester United am Tabellenende nach peinlichen Niederlagen gegen Brighton und Brentford. Aber das ist es nicht, was die Fans hier wütend macht. Es ist die Glazer-Familie. Vor fast 20 Jahren steigen die US-Unternehmer in den Club ein, bald gehören ihnen 98%. Aber großteils mit geborgtem Geld und besichert mit dem Vereinsvermögen. Die Zinsen für die Darlehen, bis heute mehr als 1 Milliarde Pfund, zahlt der Verein, der erstmals seit 1931 in Schulden schlittert. Gleichzeitig genehmigt der Club, als einziger in der Premier League derzeit, seinen Aktionären satte Dividenden. Stadtrivale Manchester City, mehrheitlich im Besitz der Herrscherfamilie von Abu Dhabi, steckt unterdessen hunderte Millionen Pfund in den Club und seine Infrastruktur. Nichts davon sehen die Fans von Man United bei der Glazer-Familie. Die geben kein Geld fürs Stadion aus, keins für die Jugend. Die nehmen nur Geld für sich selbst. Und für wirklich teure Spielereinkäufe, von denen die meisten, gelinde gesagt, in die Hose gegangen sind. Ein Investmentbanker ist seit der Ära Alex Ferguson, also seit 2013 Sportchef und verantwortlich für Zu- und Abgänge, auch auf der Trainerbank. Der Erzrivale FC Liverpool hat mit Jürgen Klopp seit Jahren einen der ausgebufftesten Strategen des Fußballuniversums. Stadtrivale Manchester City, noch länger einen gewissen Pep Guardiola. Und Man United? Seit Ferguson coachen 8 Teamchefs in 9 Jahren die Roten Teufel, 3 von ihnen interimsmäßig. Manchester United versorgt Real-Oldie Casimiro mit einem sündteuren Rentnervertrag und holt letzten Sommer Ronaldo wohl auch am Ende seiner langen Karriere zurück. Liverpool und City bauen inzwischen talentierte Jungspieler wie Nunez und Haaland auf. Wir wollen, dass die da auch investieren, in das Stadion, den Verein, die Jugend. Schwierig, ohne den warmen Geldregen der Champions League. Selbst der Verliererbewerb Europa League scheint derzeit kaum in Reichweite. Geld fehlt also für eigentlich alles, was sich die zuletzt so gedemütigten Fans des englischen Rekordmeisters wünschen. Immerhin gelingt an diesem Abend ein 2:1 Heimsieg gegen Liverpool. Ein schwacher Trost, die Proteste vor dem Spiel für die meisten absolut wichtig. Weil ich glaube, dass die Glazers wissen müssen, was die Fans von ihnen halten. Sie sitzen einfach auf ihrem Thron in Amerika und kümmern sich nicht wirklich darum, was hier vor sich geht. Ein neuer Eigentümer muss her, da sind sich die Fans hier alle einig. Schon einmal, Ende der 1990er Jahre, haben sie rebelliert. Gegen Medientycoon Rupert Murdoch, der dann nicht eingestiegen ist. Aber nach dem Aktienkauf durch die Glazer-Familie machen sie ihre Drohung wahr und gründen 2005 sogar einen eigenen Club, der zuletzt in der 7. Ligastufe gespielt hat. Ihre Liebe, Man United, könnte einen britischen Investor bekommen, den Chemieunternehmer und Milliardär Jim Ratcliffe, der schon in der Schweiz und in Frankreich Fußballvereine übernommen hat. Er will aber die Kontrolle über die Geschäfte des Vereins. Die Glazer-Familie muss davon wohl noch überzeugt werden. Übrigens, dass Tesla-Boss Elon Musk die Red Devils kaufen will, das war wohl nur ein Scherz.